Herr Tillmann-Häuser, wir können es ja ganz kurz machen, weil wir haben ja gerade konkret die Klage gegen das Wasserbecken vor. Deshalb die Baugenehmigung für Wasserbecken nach vor Grundweg wurde erteilt am 10. Oktober. Das heißt, die könnten nicht sozusagen anfangen zu bauen. Es gab deshalb also noch bestimmte weitere Ausnahmen und Befreiungen brauchen für bestimmte Maßnahmen. Sie haben aber auch schon welche. Das heißt, die haben neben der Baugenehmigung, die tatsächlich eben beteiligungsfern ist, weil sie hier auf der Planungsgrundlage passiert, also auf der abgeschichteten Planung, die Bebauungsplanung, sind also die Grundfragen geklärt. Und dann geht es auch noch um die Frage, ist das jetzt damit, abgedeckt, also vom Bebauungsplan abgedeckt oder von der Verwaltung? Also, ich finde, das ist schwer zu verstehen. Sie müssten. Von mir aus, okay, genau, jetzt merkt man, wenn ich so ins Mikro rede, ist deutlich besser. Das heißt, wir haben die Baugenehmigung, wurde erteilt, es sind zum Teil erforderlich weitere Ausnahmen. Dazu gehört zum Beispiel die artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45.7. Und das Naturschutzgesetz, da geht es um die Feldlerche, da geht es aber auch um andere Arten, die entsprechend geschützt sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz und nach europäischen Richtlinien. Da sind zum Beispiel die Verbände eigentlich zu beteiligen nach dem neuen Landesnaturschutzgesetz. Dies ist nicht erfolgt. Wir sind ja in einer kleinen Rechtslücke, weil das Landesnaturschutzgesetz gilt erst seit dem 1. Juni. Die Ausnahme wurde schon im Januar erteilt, aber bei der Feldlerche hat man trotzdem gute Klagemöglichkeiten, weil allein schon das EU-Recht, das ist eine EU-geschützte Art, dafür sorgt, dass wir hier in Deutschland neue Beteiligungskulturen haben. So, dann haben wir den zweiten Punkt, es gibt eine wasserrechtliche Erlaubnis. Auch hier wäre nach dem Berliner Wassergesetz eigentlich eine formale Öffentlichkeitsbeteiligung notwendig nach § 86 Berliner Wassergesetz. Die wurde auch nicht durchgeführt. Dann haben wir den nächsten Punkt, Umweltverträglichkeitsprüfung. Das Wasserbecken, 3 Hektar groß, nach unten abgedichtet, ungefähr 100.000 Kubikmeter Bodenaushub, plus der Rundweg, plus die Landform, dürfte mindestens 4 Punkte erfüllen, die nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, also das sind in der Anlage dazu sind ganz viele Vorhaben definiert, und da treffen allein 4 Kriterien eigentlich auf diese Planung zu, unserer Meinung nach, wonach eine, zumindest eine Vorprüfung hätte durchgeführt werden müssen, und selbst um welche Umweltbelange sind betroffen, muss man eine tiefere Prüfung einsteigen. Auch hier wäre es zumindest notwendig gewesen, diese Ergebnisse dann zu veröffentlichen. Das heißt, darüber die Öffentlichkeit zu informieren, wenn man dann zum Ergebnis kommt nach der Vorprüfung. Man braucht, man macht nicht weiter, aber man hätte darüber informieren müssen. Auch dieses erfolgte nicht, es erfolgte auch keine Vorprüfung. Unsere Hoffnung, oder eigentlich sind wir da deshalb ziemlich zuversichtlich in Sicht der Klage, nach Umweltrechtsverhältnisgesetz, was ja in Deutschland mehr oder weniger von der EU durchgesetzt wurde, also wir haben da Aarhus-Konvention, wir profitieren gerade unheimlich stark von der Europäischen Union, nur mal als Werbung für Europa, weil wir da sozusagen neue Beteiligungskultur gerade lernen. Da haben wir sozusagen jetzt die Anknüpfungspunkte, genau die haben. Die Fragestellung zu machen, und dann haben wir im Umweltrechtsverhältnisgesetz jetzt die Möglichkeit, dagegen vorzugehen, dass eben keine Vorprüfung vorgeführt wurde. Hier wiederum nach § 8 Umweltrechtsverhältnisgesetz dann die Konsequenz, dass die Zulässigkeit nicht gegeben ist. Wir müssen versuchen, es nicht zu speziell, oder? Also, das mit den Paragraphen, so ist toll, aber ich glaube, wir müssen versuchen, hier eine Ebene zu finden, wo wir alle noch folgen können. Herr Barges hatte sich gemeldet. Ja, ich habe direkt eine Frage an den Rechtsanwalt. Herr Kemper, nun ist es ja so, dass dieses Wasserbecken, was vorher als ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich definiert war, als eine Abwasserreinigungsanlage, wo es ja auch hingehört, Müll, Abwasserreinigung, Kernkraft und so etwas, will man ja nicht in der Stadt oder im Dorf haben, das kommt dann in den Außenbereich. Nun mussten wir aber mit Erstaunen feststellen, dass in dieser Baugenehmigung gar nicht mehr Bezug genommen wird auf den § 35, der nämlich praktisch nach dem Baugesetzbuch
den Umgang mit dem Außenbereich regelt und was dort zulässig ist und was nicht, sondern dass es hier, ich zitiere aus dem Hinweis, das ist der letzte Teil des, der Baugenehmigung, es ist ein Sonderbauwerk, qualifiziert als Freizeit- und Vergnügungspark. Gemäß § 2 Absatz 4 Ziffer 14 eine Privilegierung im begünstigten Verfahren. Das wäre jetzt meine Frage. Das wäre für mich neu und ich finde das relativ makaber, wenn man sich nämlich den Plan anschaut, zu diesem, die, also praktisch der Lageplan, der den Umfang dieses ersten Bauabschnitts bezeichnet, da gehört auch eine Friedhofserweiterung, also die Erweiterung des muslimischen Friedhofs. Das als ein Vergnügungspark darzustellen, da frage ich dann mal als Landschaftsarchitekt, wäre denn nicht hier wirklich die Aufstellung eines Landschaftsplanes notwendig gewesen, praktisch parallel zu dem Bebauungsplan, müsste nicht hier ein Landschaftsplanverfahren parallel, weil letztendlich von der Gesamtfläche her, und wenn wir auch Herrn Müller uns anhören, geht es ja hauptsächlich um einen riesigen Park, den größten Park, innerstädtischen Park der Welt, wie er es dargestellt hat, und nur um eine winzig kleine Bau. Wie sieht denn das? Das war meine konkrete Frage. Die konkrete Frage an den Rechtsanwalt war doch, ob jetzt diese Paragraph Vergnügungspark-Situation nach dieser Rechtslage, die er uns geschildert hat, im Außenbereich ein solches Verfahren notwendig macht oder nicht. Das war doch die konkrete Frage. Alles andere sind Bewertungen, oder? Ja. Wir versuchen nochmal, das heißt der Rechtsanwalt, dann können wir nochmal andere Fragen. Haben Sie Ihre Frage verstanden? Ja. Ja, so einigermaßen. Also, da die Klage ja offenbar unterwegs ist, in Vorbereitung, die Frist läuft. Was haben Sie, der 2. Oktober? Am 2. Oktober ist die Genehmigung ergangen. Am 10. Also, ja, die Frist läuft. Ich maß mir nicht an, einschätzen zu können, was genau die Argumente sind, die man hier konkret bringen kann. Ich möchte Sie lieber nochmal allgemein sagen. Also, mir war das nicht bewusst, dass das, was ich gerade gesagt habe über die Kiesgruben, so ein Treffer ist. Aber Sie hören ja, das ist genau die übliche Verfahrensweise. Also was möglicherweise, klingt das für mich, bin ich nicht so genau involviert, was möglicherweise da im Gange ist, ist eben, dass man auf einem ganz moderaten Weg sich erstmal eine Genehmigung verschafft hat. Und dann kurz nach Erteilung anscheinend schon Ideen entwickelt, dass man das, was man genehmigt bekommen hat, vielleicht auch zu einem anderen Zweck nutzen kann. Das klingt so. Ich halte es, also ich persönlich, das muss man so sagen, ich persönlich halte es für unzulässig. Es ist sehr umstritten. Also es gibt eine große Debatte über die Frage, ob man zwingend immer das richtige Verfahren durchführen muss, beziehungsweise ob es zwingend immer zur Aufhebung einer Genehmigung führt, wenn das Falsche durchgeführt wurde. Sie müssen sich mal so vorstellen, wenn das Becken gebaut wird, in einer bestimmten Größe, in einer bestimmten baulichen Ausführung, dann kann man natürlich sagen, das soll einfach nur dastehen und keinem Vergnügen machen. Vielleicht nur zum Anschauen, oder man kann es auch umwidmen und sagen, ab morgen ist es ein Schwimmbad. Das ändert ja an der baulichen Anlage nichts. Deswegen kann man tatsächlich sagen, naja, ist ja egal, in welchem Verfahren es zustande gekommen ist, dass es gebaut werden darf. Allerdings wird es spannender, wenn in dem einen Verfahren eine Beteiligung durchzuführen ist und bestimmte Prüfungen durchzuführen sind und in dem anderen nicht. Üblicherweise werden die Verfahren gewählt, in denen die Öffentlichkeit und andere Beteiligte draußen sind. Das haben wir gerade schon richtig gehört. Aus dem EU-Recht fließen uns dann neue Möglichkeiten zu. Ja, und dann wird eben
später umgewidmet, so heißt das. Also ich, wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, wenn der eine Verfahrensweg, zum Beispiel die Naturschutzverbände, gezielt draußen hält, während der andere, der richtige, mit der richtigen Überschrift, sie involvieren würde, dann ist das Verfahren fehlerhaft durchgeführt worden. Und da muss man immerhin, darf man dem Bundesverwaltungsgericht konzedieren, mal gut entschieden zu haben, das ist ja schon vor länger, ich glaube 20 Jahren entschieden, wenn ein bestimmtes Verfahren nur deswegen gezielt ausgewählt wird, um Naturschutzvereine, Verbände an der Beteiligung zu behindern, dann ist es rechtswidrig, was da rauskommt. Also nochmal einfacher, ich weiß nicht, ob es schon kompliziert war, aber nochmal ganz einfach gesagt, es klingt so, als ob es nicht richtig war, sondern eine Mogelpackung. Und es klingt außerdem so, als ob es einige gute Argumente gibt, insbesondere scheinen ja da Untersuchungen nicht durchgeführt worden zu sein und die Verbände nicht beteiligt worden zu sein. Das halte ich für rechtswidrig. Ob es am Ende auch so entschieden wird, das muss man allerdings auch sagen, ist immer noch kein Glücksspiel, sondern ein riskantes Spiel, weil die Verwaltungsgerichte relativ viel gerade gebogen haben in der Vergangenheit. Hier vorne, Herr Rückert meldet sich schon sehr lange. Jetzt habe ich natürlich noch einen drauf. Erstens könnte der Effekt des Gewässers natürlich auch ohne Staatsstrom erreicht werden, so wie es jetzt vorgesehen ist. Das ist aber im Prinzip vorrangig deshalb getan, wenn kein Kontakt mit dem Boden erfolgt und dementsprechend kein wasserdichten Anwendung zu gründen ist. Auch inklusive UVP und ähnliches. Also mit anderen Worten, wir garnieren mit Millionen, damit keine Bürgerbeteiligung stattfindet. Halt, da geht jemand. Herr Weimann.